So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da ist für uns heute das Gipfelkreuz. Weiter hoch geht es für uns heute nicht. Schabowski zieht zum Wasser. So, hallo Freunde, ich bin's, Micha von Autoaktiv. Wir machen heute eine kleine Rundwanderung, so von 6 Stunden. Sind dazu nach Hinterriss, Österreich, gefahren. Parkplatz angesteuert. Und dann geht es jetzt hier hinter mir, seht ihr ja, um die Berg rum. Irgendwo ein bisschen rauf, über die Scharte drüber, hinten wieder zurück. Aber gut, ich werde mal ein paar Filmchen drehen, euch ein paar Eindrücke zeigen. Und da seid einfach dabei. Dann geht es nämlich los jetzt. Und zwar, diese Richtung geht's. Ist doch ein ordentliches Panorama, oder? Auch hier mit dem Wildbach hat was. So, die ganze Runde hat dann, ich glaube, so um die 12 Kilometer. Es geht von 900 Metern rauf auf 1800. Hier ist nicht so viel los, haben sie geschrieben bei der Beschreibung, weil es gibt hier auf der Tour keine Möglichkeit einzukehren. Das heißt, man muss mitnehmen und läuft einfach und genießt die Natur. Und wir gucken. Angeblich soll es hier reichlich, wenn man ein bisschen guckt, Gämsen geben und auch Murmeltiere würden uns begrüßen. Gut, das werden wir abwarten müssen, aber wir hoffen, dass es so ist. Ist noch nichts. Jetzt will ich auch die Glocke, ne? Ja, ja. Das wird sie auch schlecht finden. Boom. Ja. Da wollen wir hoch. Da oben stehen sie. Nee, das sind nur Steine. Steht doch nichts. Aber so ganz weit kann sie nicht weg sein. Ach, da auf der anderen Seite. Muku! Auf der anderen Seite des reißenden Baches hier. Da stehen sie. So, rächen tut sich das auch nicht, das bisschen, oder? Gut, das machen die aus Enthusiasmus hier. Gut, bis zu der Hütte ging der Weg noch. Gut, und jetzt gibt es hier ein bisschen alpinere Wege, zumindest im Moment. Da kommen die zwei Hübschen. Ist ja ganz nett hier, ne? Da, guck mal. Hübsch, hübsch, ne? Ja. Hier schlängelt sich der Weg hoch. Anstrengend, weil auch etwas warm. Aber wir schaffen das. Ziehen wir drauf, eine gute Stunde raufwärts noch und dann geht es wieder abwärts. Ja,
Lara läuft schon da hinten. Da vorne müssen wir drüber da. Kommt die nächste Kolonne. Hier, ich tippe mal auf wilden Majoran oder sowas oder Oregano. Da läuft Lara ja schon. Bis dahin haben wir noch ein kleines Stück vor uns. Und da oben müssen wir rüber. Und dann geht's wieder bergab. Da läuft die Gabi. Ja. Da diese Scharte ist noch 1808 oder sowas. Aber es ist doch ein schönes Bergchen da, ne? Wunderbar. Sehr schön. Ach, da oben kommen wieder welche. Nächste Truppe. Dann steht hier auch immer noch Deutschlands giftigstes Kraut. Wächst hier auch überall. Wenn ich es nochmal sehe, zeige ich es euch. Der Eisenhut. Hochgiftig. Und da oben kommen wieder ganze Horden. Ja. Da müssen wir noch hoch. Halbes Stündchen, schätze ich mal. Da gehen sie dahin. Bei uns sind wir gekommen. Ja, da stücken wir noch. 15 Minuten. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da ist für uns heute das Gipfelkreuz. Weiter hoch geht es für uns heute nicht, weil gerade mal genug ist. Geht weiter da hoch, da müssen wir tatsächlich noch. Das andere sah eben schon so aus, wie wir da wären, aber leider war es das dann doch nicht. Hier geht es nochmal weiter. Ein Stündchen, schätze ich mal. Naja, 20 Minuten, halbe Stunde. Okay, dann weiter geht's. Los. Freunde. Könnt vom Glück reden, wenn ich da hoch schaffe. Man ist keine 30 mehr. Es nimmt und nimmt kein Ende. Wahnsinn. Kein Mumm mehr in den Knochen. So, mal gucken. Guck mal hier. Da geht's noch weiter. Dahin. Jetzt Lara ist schon da. Aber das ist noch mindestens für mich noch mal halbe Stunde. Hundertprozentig. Okay, okay. Die Jugend schafft es halt ein bisschen schneller. Okay, weiter geht's erstmal das Stück hier. Bis gleich. Hier haben wir noch ein bisschen Enzian. Und immer noch reichlich Höhenmeter. Ja, und da geht es jetzt gleich wieder runter. Also Glück. Okay, und dann nehme ich euch mit. Auf geht's. Es geht wieder runter. Oh, und es wird stürmisch. Ein Sommersturm angesagt. Zehn nach drei. Ja, hier geht's runter. Man sollte nicht meinen, das klappt, aber es geht. Da vorne ist ein nicht ungefährliches Schotterfeld.
Also es rutscht ganz schön weg. Am besten man geht ein bisschen seitlich. Ja, wir haben es fast geschafft. Ja, fühlt sich doch ja. Ja. Stimmt, da habe ich halt auch immer gesagt. Man muss sich ganz einfach mal den Frust von der Seele reden, dann geht das alles viel einfacher. Ne? Ja, okay, weiter. Die Richtung abwärts. Wo verstecken Sie sich? Man hört sie bimmeln. Hier mitten auf dem Weg. Grüß Gott. Mitten in der Welt. Gibt's hier das beste Gras? So ein Bastard, ne? Okay. Der Bach ist leer. Und wie? So, und jetzt geht's hier nochmal in den Wald. Ich hoffe, dass wir bald mal unten sind. Nimmt kein Ende. Ja, wir queren den reißenden Fluss, der gerade nicht da ist. Wenn er dann da ist, kommt man ja nicht weiter. Aber ist scheinbar so. Okay, wir gehen weiter. Da lang. Noch mal ein bisschen Panorama hier. So, dann genießen wir noch mal den letzten, voraussichtlich letzten schönen Tag, weil es soll schlechter werden. Also das Wochenende ab Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Regen, 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 Regen. Lass uns überraschen, ob es dann so kommt, aber na gut, kann man nichts daran ändern, aber dafür genießen wir den heutigen Tag noch mal so ein bisschen, ne? Der Kollege ist auch ein bisschen bemoost hier. Ja, Kälbchen. Don't take it personal, I ain't lying, I ain't hiding, I've been grinding, multiplying, I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. Ja, ich hab's doch noch mal ein bisschen Wasser erwischt. Wir sehen eben, fließt ein bisschen von den Bergen nach. Ja? Aber da oben ist gar nichts. Hier so ein bisschen jetzt wieder. Gut, viel ist es auch nicht. Wenn ich diese Folge wieder runter zu gehen, um mich noch ein bisschen zu erfrischen nochmal schnell. Da geht's weiter. Back in Hinterriss. Jetzt geht's noch ein bisschen zum Auto. Und dann war's das, Freunde. Noch so 500 Meter, schätze ich mal. Dann haben wir es geschafft. War schön, dass ihr dabei wart. Kommt beim nächsten Mal wieder mit. Dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Kommentare. Und es hat wie immer Spaß gemacht. Bleibt dabei, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Micha. Dabei, 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 ja. Dabei, 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 dabei,